Hi guys, welcome back again to our YouTube channel. On and Kai. So today's the part 2 from our viewers again who left a message in Deutsch. So this time it's a Deutsch again because I think we already shared it before to our previous blogs. If you are really a follower of us, we share it already in English, but this time we're gonna talk about in Deutsch. So my husband will do it and explain it or share his thoughts and experience to our viewers. So it's again to Mr. Andron, and he left a message to our comment section below. So he said, "Hi Hankai, danke. Im Moment verlier ich schon los so viel Missverständnisse beim Reden. Wie lange brauchtet ihr, um euch sicher zu sein? Gutes Segen." Can you share a little in English? In English, thank you. At the moment, I'm losing the fun. So many misunderstandings at the speaking. Entschuldigung, I'm sorry. So many misunderstandings at the speaking. How long do you need to be sure that the one is the one? God bless. So, like, how did you know if she or he's the one? But for that, my husband, how do you know that I'm the one? In your experience. In my experience. In Deutsch. In of Deutsch. Course. Also, meine Erklärungen in Deutsch. Ja. 100% sicher sein kannst du nicht. You cannot be 100% sure. Yes, correct. Für mich war es eigentlich der Moment, wo ich Hanna auf dem Flughafen gesehen habe. For me it was the time if I see her in the airport. Weil sie hat gesagt, sie holt mich mit der Familie ab. Das heißt, ich komme dort an, das Mädel sucht mich, ich suche sie. Und die Familie war dort, weil die mich halt auch kennenlernen wollen. Und das ist so ein Moment, wo ich sage, okay, wenn sie mich jetzt betrügen würde, entweder wäre sie nicht am Flughafen, vielleicht der cheat me, there is nobody at the airport, I'm standing alone there. Oder sie schickt irgendjemand anderen, or you send different person. Ich bin beim ersten Flug auch nur 14 Tage rübergeflogen, weil ich mir gesagt habe, die 14 Tage, wenn nichts da ist, ein Hotel kriege ich irgendwo, und dann habe ich halt 14 Tage auf den Philippinen, wo ich mich erstmal umgucken kann, schauen kann, wie ist die Mentalität der Leute, ist das wirklich so, wie es im Internet beschrieben wird, oder ist es hier ganz anders, und ich schaue, dass ich die nächsten Flüge nach Hause nehme. Also if you're cheating me, I have 14 days, so I can say, okay, I get a cheap hotel, and then I'm looking like the people are, is it the same like the internet telling it, or is it different, and I can look for the next fly home. Wie gesagt, die hundertprozentige Sicherheit gibt's nicht. Ihr müsst euch das angucken, weil auch im Video kann man so viel verändern und machen und tun. Nur wenn du die Person leibhaftig vor dir hast, merkst du, ist das Gefühl, wie du es zu Hause gehabt hast, das gleiche, oder ändern sich die Gefühle ins Positive wie ins Negative? Das muss man mal dazu sagen. You have to go there and see if the feeling getting better or is getting worse. That you say, no, it's not the right person. Das muss man sich, wie gesagt, alles angucken. Auch, wie ist die Familie aufgestellt? Was das Verhältnis zwischen der Person und der Familie? Was das zwischen einem selber und der Familie? Uns wird natürlich wie immer interessieren, wie sind eure Erfahrungen? Woran habt ihr gemerkt, dass euer Partner ist, mit dem ihr zusammen sein wollt und mit dem ihr zusammen leben wollt? Schreibt es doch gerne unten in die Kommentare. Wenn ihr noch nicht habt, abonniert und klickt die Glocke, damit ihr zu jedem Video eine Info kriegt. Vielen Dank fürs Zuschauen diesmal.
Tschüss. Tschüss.